Hallo und herzlich willkommen zurück bei Dukes Aquaristik-Experimente. Heute kein spezielles Thema, aber doch ein paar Neuigkeiten, an denen ich euch ein bisschen teilhaben lassen möchte. Und dann gibt es halt auch ja, den üblichen Frage-Antwort-Runde. Und da hoffe ich natürlich auf eure rege Beteiligung, auf eure Fragen. Und natürlich, wenn ihr auch Antworten wisst auf die Fragen, die so aus der Community kommen, könnt ihr natürlich auch gerne rein tippeln, ne? Schön, dass schon ein paar da sind. Könnt ihr mal kurz das Feedback geben, ob alles Ton und Bild so weiter gut ist? Und dann fangen wir auch schon an. Ne? Hallo, hallo, Mücke ist da, du musst da in. So, so sieht das ja schon mal so schlecht aus. Okay. Jo. Genau. Ja, fangen wir einfach mal an. Alles super, gut, sehr schön, das freut mich. Jo, und zwar habe ich hoffe, dass es jetzt schon klappt, wenn ich mir so dann in einer Minute noch probieren, habe ich Neuigkeiten von meinem Diskus. Ich habe ja mehrere Pärchen, die das noch nicht so wissen. Also ich habe einen Häckel Groß Blaukopf, so heißen die, ne? Also ein bisschen so eine Wildform. Dann habe ich ein paar Türkis, Rottürkise und halt noch so ein paar andere Sorten. Ihr habt ja schon verschiedene Videos gesehen. Dann habe ich eben auch diese Pitchemon Platt in Yellow und in Orange. Und die haben jetzt tatsächlich, hatten schon mehrfach abgeleicht. Und die haben es jetzt mal zumindest mal so weit, dass die Jungen ausschwimmen. Hier sieht man jetzt das Pärchen. Ich hoffe, dass ihr das sehen könnt, dass das funktioniert. Könnt ihr mal kurz reinschreiben. Und ja, und das, die haben sie hier an so einem ganz klassisch, an so einem Laichkegel, haben die da eben abgeleicht. Na, man sieht eben, wie schön die da aufpassen. Haben es auch mit den Gefallen getan nach vorne hin, sodass man es praktisch auch wirklich schön filmen konnte, das Ganze zu machen. Na, und die Besonderheit ist ja bei den Tieren, das sieht man ja, das ist eben dieses gelbe Tier hier und im Vordergrund ist das Männchen, ist eben ein bisschen mehr an so rot-orange, ne? Und ja, und sieht man eben wieder, dass es da abschirmt so ein bisschen, ne? Das muss nicht, ne? Aber wie gesagt, die Besonderheit bei den Tieren ist ja, dass sie nicht mehr dunkel werden können. Ja? Normalerweise werden ja die Diskus dunkel, wenn die dann kleiner haben, und jetzt sieht man hier schon, wie die eben freischwimmen, ne, und eben versuchen, eben die Eltern zu finden. Das ist immer so ein bisschen ein kritischer Punkt. Sieht man jetzt auch links hinten eigentlich noch diesen Filter und auch hier an der Säule hängen noch so ein paar, die da scheinbar ein bisschen disorientiert sind. Ja, also man sieht, die schwimmen schon frei, aber die versuchen noch da diesen Kegel anzupeilen, ja, weil eben die Eltern nicht dunkel sind. Und es sieht man auch, dass das Aquarium halt rundherum weiß mit Styropor. Das ist einmal Isolation natürlich, ein bisschen, dass man ein bisschen Stromkosten spart. Und zum anderen ist es natürlich einfach, dass die Wände weiß sind und die Tiere somit das Dunkelste im Aquarium sind. Und jetzt sieht man schon schön, wie die Kleinen da an der Mutter dranhängen, dem Fall. Und ja, und jetzt geht die da zu den Kleinen, die da praktisch auf dem Boden sind, weil ich den Kegel eben rausgenommen hatte und auch den Filter hinten links, weil das eben noch so dunkle Punkte waren, wo ich eben auch gesehen habe, dass da manchmal die Jungfische da so hingeschwommen sind. Aber im Großen und Ganzen scheint es mal bis jetzt ganz gut zu funktionieren. Also man sieht ja, dass die Klingen da dranhängen an den Eltern. Ne? Hier sieht man jetzt die, die praktisch an dem Kegel noch dran waren. Die liegen jetzt da unten und die sind eben dann auch irgendwann da von der Mutter da so dann aufgesammelt worden und schwimmen jetzt damit in dem Schwarm rum. Ja. Und weiden da halt dieses Sekret, was ja die Elterntiere trotzdem absondern, auch wenn sie nicht mehr dunkel werden können, da ab. Ja, das sieht man, denke ich, hier ganz schön in dem Bildchen. Sind gar nicht so schlecht geworden, die Aufnahmen. Ne? Die Tiere haben da gut mitgespielt, waren nicht scheu, nix. Ne? Und ja, das ist, denke ich, schon auch wichtig irgendwie, finde ich, dass die Tiere wirklich dich erkennen. Und naja, und dann halt auch nicht jetzt irgendwie, wenn du ans Aquarium trittst, irgendwie verschreckt da irgendwo in die Ecke schießen oder so. Ne? Also das haut mit den Bärchen bis jetzt ganz gut hin. Da haben aber auch etliche Anläufe gebraucht. Ne, jetzt müssen wir gucken, ob man da irgendwas groß kriegt davon.
Und was die auch dann für Farben haben, weil es ja keine, sind ja nicht zwei gleiche Tiere, sind zwar ähnlich, ja, aber eben der eine geht ja mehr gelb, der andere ein bisschen ins rötlich-orangene rein. Ja, mal gucken, wieso so die kleinen da werden. Das ist ja dann ein bisschen so der spannende Moment bei der ganzen Geschichte, wenn ich sie noch, wenn ich sie ab groß kriege. Ich sage, ich habe das noch nicht gemacht mit Disco, das ist jetzt das erste Mal, dass es mal so weit geklappt hat. Eiablagen habe ich schon jede Menge gehabt, außer bei den Häckel. Reichen eigentlich alle Pärchen regelmäßig ab. Bei denen ist es jetzt das erste Mal, dass wirklich auch das Ausschwimmen geklappt hat und eben gesagt, mit den besonderen Voraussetzungen eben, dass die Tiere eben nicht dunkel werden können. Das ist eben so ein bisschen die Herausforderung bei diesen Arten. Aber ich will natürlich trotzdem eine Naturaufzucht haben und auch, ja, natürlich auch ohne Rinderherz und solche Sachen. Ne? Und mal gucken, wie weit ich da mitkomme. Könnt ihr mir ein bisschen Glück wünschen, wenn ihr ein paar Tipps habt, könnt ihr das ja gerne hier reinschreiben oder später, wenn ihr es später guckt, in die Kommentare rein. Ja, das waren jetzt so ein bisschen die Neuigkeiten. Na, ich hoffe, ihr konntet das alles gut sehen. Aber einer hat schon geschrieben hier, sehen das Paar, schön, freut mich, dass er das gut alles erkennen konnte. Ich war wirklich mit der Kamera direkt an der Scheibe und da hast du bei dem, hast du ja hier dieses Samsung hier da, ne? Und da hast du eben eine Kamera, die kannst du auf 0,9 einstellen. Das ist praktisch dann so ein super Weitwinkel. Und dadurch kannst du da solche Aufnahmen machen. Gell? Eigentlich ziemlich cool. Und hast eben dann kaum Reflexion. Ne? Ja, und das ist natürlich so ein Unikum. Ich meine, es ist ja bekannt bei den Diskos, dass sie eben diese Eltern diese Sekret zur Verfügung stellen oder produzieren für die Jungtiere. Und jetzt ist es ein bisschen die Challenge für mich auch. Meistens muss man die jetzt ein bisschen reduzieren, weil natürlich in der Natur nicht so viele bleiben. Und ich weiß ja gar nicht, ob ich die dann irgendwann verkauft kriege, ne, und so weiter. Und da muss ich jetzt ein bisschen gucken, wie ich da jetzt weitermache. Also ist noch lange nicht, dass man da jetzt irgendwie. Es gibt ja, ich weiß nicht, wer das kennt, im englischsprachigen Bereich unterwegs ist auch ein bisschen. Da gibt es ja diesen, ist glaube ich schon so der erfolgreichste oder zumindest was die Abonnentenzahl angeht. YouTuber, fast im Aquaristikbereich ist hier diese King of DIY, ne? Und eins seiner erfolgreichsten Videos, wo er auch so praktisch dann eher bekannter geworden ist, da hat er ein Video rausgehauen, wie er 20.000 Dollar gemacht hat mit Diskus in einem Monat, ja. Und eigentlich weiß ja jeder, der das praktisch liest und der schon mal dich mit beschäftigt hat, dass das ja ein Quark ist, ja, weil du allein schon mehr als einen Monat brauchst, um die Tiere großzuziehen, ja? Geschweige denn, dass man sie auch noch verkauft kriegen muss und auch bis man dann mal so weit ist, dass man überhaupt praktisch damit irgendwie sogar Geld verdienen kann, das ist ganz schön lange. Ich hatte es ja auch schon hier thematisiert, ne? Wenn man jetzt gerade alle Kosten zusammenrechnet und auch mit gerade die Stromrechnung und so, das ist ja jetzt überall Thema. Und auch hier war es schon Thema mit der Firma Stendker, dass die eben aufgeben. Auch mit einer der Gründe, die sie angegeben haben, war eben die gestiegenen Stromkosten. Und das ist natürlich ein Thema, das, sag ich mal, nicht nur die Firma Stendker betrifft, sondern so also ziemlich alle, ja. Man kann jetzt ein paar Register ziehen, zum Beispiel die Tiere, die halte ich tatsächlich, die Heizung ist aus, ne? Also da sind, das wird, der Raum hat eine große Fensterfront und wird praktisch nur durch die Sonne geheizt momentan und habe trotzdem Temperaturen so zwischen 30 und 26 Grad. Also in dem Becken, das steht ein bisschen weiter weg vom Fenster, da sind es so 26, 27 Grad, mehr nicht. Ne? Also da ist jetzt nicht, dass ich da jetzt übermäßig heize in dem Aquarium. Ne? Also, und bin mal gespannt, wie sich das jetzt eben auswirkt auf die Qualität der Tiere. Guckt natürlich, dass man da was Ordentliches hat. Ne? Und vielleicht kann ich hier dann ein Video machen, wie ich garantiert nicht 20.000 Dollar mit Diskus in einem Monat verdiene. Oder irgend so ein Quark, ne? Aber ja, war ein klassisches Clickbait eigentlich, ne? Wenn man das jetzt so betrachtet. Aber damals, da wusste ich das auch nicht so richtig, hatte mich auch nicht so beschäftigt. Da fand, war es schon interessant, wie das gemacht hat. Bei dem war es noch interessant, dass der nicht mal weiches Wasser genommen hat, ne? Also er hat total hartes Wasser, auch so Zuchtdiskus. Und die haben da Abgleich laut seiner Aussage in diesem harten Wasser und hat eben auch die Jungen großgezogen ganz normal. Ne? Und der hat auch das mit diesen weißen Wänden allerdings gemacht. Ne? Das schon, ne? Nicht so viel Strömung, das ist da auch. Was ja auch noch interessant ist, das kann ich noch mal kurz zeigen.
Ne, im Hintergrund dieser Filter hier, ne, das ist so eine Spezialanfertigung, der ist im Weiß, ne, weil du kriegst natürlich nirgends einen Filter. Also das Einzige, was hier dunkel ist, ist die Matte. Die ist aber nicht, eigentlich gar nicht so dunkel. Das ist jetzt nur hier in dem Bild, wird die dunkel. Ne? Und das sieht man in diesem Filter, der ist von Scape Factory gebaut. Ne? Das ist hier nach seinem Konzept mit diesen Hamburger Mattenfilter mit Erweiterung. Und da ist praktisch hier die Matte, dahinter ist die Heizung. Da ist der Biohumbrick drin und ganz links ist dann einfach noch einmal ein bisschen Biohum und dann die Pumpe, die das Wasser zurückfördert. Ne? Und das war's. Ne? Dadurch, dass eben der Brick verwendet wird, ist es möglich, den Filter sehr flach zu gestalten. Der ist nur 7 cm dick. Ne? Und ja, funktioniert, wie man sieht, nicht so schlecht. Ne? Ja, das wollte ich noch erwähnt haben. Also so auch von der Technik her vielleicht ein spezielles Gimmick. Ne? Hier sieht man links noch den Pappefilter, den habe ich aber rausgenommen. Wo die Klingen freigeschoben sind. Das sieht man dann später, dann im nächsten Bild, dass praktisch ja, das Ding weg ist. Ne? Ja, genau. Die sind ja vom Diskus Schmidt, ne, die Tiere. Die habe ich euch ja auch schon mal dokumentiert, wie das praktisch. Ne, der eben schon seit über 20 Jahren ohne Rinderherz züchtet. Da hatte ich auch mal den seinen Diskuskeller besucht und euch die Tiere gezeigt. Und da, die sind von dem. Ne, haben also noch nie Rinderherz gekriegt und mir natürlich auch nicht. Und ja, jetzt. Und der züchtet sogar so weit, dass er auch kein Artemia-Naubchen füttert. Ne? Das ist interessant. Ich will das auch mal probieren, ob ich es irgendwie hinkriege. Und ja, könnt ihr mir Daumen drücken und dann. Schauen wir mal, ob das irgendwie ob das funktioniert. Wie gesagt, ich habe ja da keinen Stress oder keinen Druck oder irgendwas, dass ich jetzt hier innerhalb von irgendwie 3 Wochen die Tiere mästen muss oder was. Ne? Aber man muss eben genug füttern, damit die Form und dass das alles passt da. Ne? Wenn man also zu wenig ist schlecht und zu viel ist halt auch nicht so gut. Naja, aber egal, dann schauen wir mal, ob das klappt. Bin mal zuversichtlich und sehen wir mal. Jo, genau. So, das waren so meine Neuigkeiten. Jetzt könnt ihr mal reinschreiben, was euch so bewegt. Ne? Außer, dass eben hier momentan gerade ein bisschen Flaute ist. Wer von euch geht denn nach Dortmund? Na? Hallo Martin, genau, schön, dass du da bist. Und guck da. Also, ich wollte ja eigentlich sogar einen Messestand machen, also Bio verkaufen. Das habe ich aber jetzt erst mal verworfen, die Idee. Und ich weiß ja nicht, wie voll es jetzt inzwischen ist, wo ich das letzte Mal geguckt habe. Ich habe ja dann den Hallenplan gekriegt. Da war schon noch Luft, sage ich mal so. Also scheine ich da nicht der Einzige zu sein, der da ein bisschen zuckt. Und natürlich jetzt auch mit diesen ganzen Corona-Maßnahmen, die da im Oktober wieder greifen. Und das geht ja nur genau am 1. Oktober los. Und da hast du wieder den Effekt, dass keiner weiß, was läuft und alle an der Uhr drehen. Und da habe ich eigentlich keinen Bock drauf. Und deswegen habe ich es dann, ich denke, ich werde also eigentlich hinfahren. Auch nicht, um das Ding zu besuchen. Ist mir einfach bei den momentanen Spritpreisen zu viel. Ne? Und ich bin auch noch die Woche davor in Österreich. Ich müsste praktisch in Österreich dann direkt dahin. Und habe ich das jetzt einfach gehen lassen. Na, aber ihr könnt ja mal reinschauen, ob ihr da hinfahrt, ob ihr da Interesse habt oder sagt, nö, brauche ich mir nicht geben. Oder was? Das wird man schreiben. Martin, bist du da? Kannst du mal reinschreiben, ob du hingehst. Bei dir ist es nicht so weit. Ne? Kannst du mit der S-Bahn hinfahren wahrscheinlich oder so. Na, und da haben wir uns ja das erste Mal persönlich getroffen, gell? Bei der letzten Aqua Expo heißt ja die Messe. Na, witzig finde ich, dass ich damals vor 20 Jahren auch mir das in Reken am Schmidt gekauft habe. Mit den Tieren habe ich dann auch einmal gezüchtet. Genau, das habe ich ja jetzt eben ja, gezüchtet. Wie gesagt, für mich ist das gezüchtet, wenn die Großen noch gut aussehen. Ne? Jetzt habe ich mal, dass sie freischwimmen. Das ist schon, so weit war ich bisher noch nicht. Ne? Und ja, genau. Der LND, willkommen. Mit 9-Euro-Ticket würde ich gefahren. Ja, genau. Aber 9-Euro-Ticket ist gestorben. Und Anschluss-Ticket, so wie die sich bis jetzt anstellen, wird es noch ein paar Jahrzehnte dauern, bis es da irgendeine Anschlussidee gibt. Und ja, also das siehst du wieder da. Ne?
Ich missbrauche deine Rüde mal. Kann irgendwer von euch sagen, warum die Zoobox nicht mehr sendet? Besten Dank. Nee, also ich weiß es nicht. Vielleicht weiß der Martin was, der ist ein bisschen näher dran da in der Ecke. Aber ich könnte da leider nichts mehr sagen. Ja, aber das ist natürlich auch so, wenn du siehst, praktisch, wenn du das kommerziell machst, und das ist ja bei der Zoobox schon ein bisschen so, ja, der hat ja damals einen ziemlichen Anschub gekriegt durch den Easy, der ja über die Millionen Follower damals schon hatte, und hatte da schon irgendwie fast 50.000 Abonnenten, ohne ein Video hochzuladen. Und wenn du das natürlich nicht selber machst und dann noch Leute brauchst und die motivieren und bezahlen musst, dann wird das vom Budget her ziemlich schnell ziemlich eng. Ja, vielleicht ist das der Grund, aber weil viele denken ja, dass wir da irgendwie sonst wie welche Einnahmen mit YouTube generieren. Das ist also nicht so einfach. Ne? Vor allem, wenn ich jetzt dann noch Leute davon bezahlen muss, die das für mich schneiden, was bei ihm der Fall ist, weil er es ja nicht selber macht. Zumindest war das mein letzter Stand. Ne? Genau, von New York City ist es ein bisschen weit. Ja, von New York City ist es ein bisschen weit bis Dortmund. Ja, obwohl mit dem Flieger ist es ja nicht jetzt so also schlimm. Ne? Ich kann es mir leider nicht leisten, zu der Messe zu kommen, sagt er. Genau, Tobias, Flash, Aquafox, eine Verbrauchermesse finde ich persönlich nicht so spannend. Naja, das ist halt eigentlich ist es ja eine Verkaufsshow, muss man ja sagen. Sie haben halt die Elemente dabei, die schon interessant sind, wenn einen das interessiert. Wie damals, wo ich war, war ja der ENAC. Also da habe ich ja auch das Becken dafür am Bauen lassen und so weiter. Na, war aber damals auch sehr wenig frequentiert. Ich weiß nicht, wie das dies Jahr sein wird. Ne? Na, und dann ist es so, dass praktisch, also ich gerade ein bisschen vorhin verloren. Ja, und dann das eben diesmal ist, glaube ich, Kampffisch und Garnelen. Garnelen war damals schon, damals war noch Diskus, Garnelen und Enak. Und diesmal ist, glaube ich, Kampffisch, Garnelen und auch Enak. Ja, und das sind ja schon Sachen, wenn einen diese Themen interessieren, auch außerhalb des reinen Verkaufs, ja, also Produktneuheiten und so, darf man da jetzt nicht erwarten. Aber man kann Züchter mal, die selber ihre Fische verkaufen, das gibt es schon auch. Ne? Und ja, also es ist jetzt nicht so schlecht, aber klar, es ist mehr eine Verkaufsveranstaltung, das ist ganz eindeutig so. Ne? So, hallo du, ich war heute in Eisenach bei Bernd und soll dir einen schönen Gruß errichten. Dankeschön. Du sollst dich mal bei ihm melden, weil er mit der Bioverpackung reden möchte. Genau, da bin ich immer noch dran. Na? Da gab es so ein bisschen hin und her mit England und weil das ja weltweit verkauft wird von England aus. Also England ist ja praktisch der Produzent. Und das ist immer, tust dich jetzt zusammen, damit der einfach auf die Menge kommt, weil das ja alles Massenprodukte sind, Verpackung, ja, gerade wenn du es bedrucken willst und so weiter und so fort. Und da ging es ein bisschen her und deswegen ist das alles nicht so easy, aber ja. Genau. Das kann nur Thomas selbst sagen, genau. Von ja, danke, du. Danke, Martin. So, war heute auch bei Bernd im Laden. Schön. Lust, Garnelen. Hast du Garnelen? Weil ich bin irgendwie gerade mit Garnelen, ist bei mir gerade irgendwie, weiß auch nicht, die Luft ein bisschen raus, muss ich sagen. Ich hätte jetzt in meinem Enakbecken, aber ich habe keine mehr, da hatte ich tatsächlich, ich habe ja die einzigen richtigen Garnelen, die ich jetzt noch habe, so, sind diese, na, diese Rotarm-Scherengarnelen. Na, da habe ich noch ein paar, die habe ich jetzt so, die laufen auch nicht schlecht, da hatte ich aber zwei ins Enak rein. Und die sind tatsächlich eingegangen da drinnen. Ne? Und ich dachte, ne, hä? Irgendwas haut da nicht hin in dem Becken mit, was Garnelen irgendwie angeht. Ne? Und da muss ich jetzt mal gucken. Das habe ich ja schon mal nicht da reingesetzt, wie ich das da jetzt irgendwie weitermache mit dem Becken, weil ich hätte schon gerne ein paar Garnelen drin. Ne? So, mich interessieren halt Dinge zum Thema Kosten, arbeitseffizienter Fischraum und da entwickelt sich leider nicht wirklich was weiter. Ja, das entwickelt sich schon weiter. Ich habe es noch nicht gezeigt. Na? Und also so, momentan ist es halt so, dass ich gar nicht heize, nur über die Sonne. Ne? Also praktisch nur das Fenster. Aber das sind halt auch viele Sachen, wo ich dann denke, ja, das bringt ja nichts, wenn ich das zeige, weil wenn du nicht diese
Location so hast, dann im Keller bist, da bringt dir das zum Beispiel nichts. Ne? Man kann natürlich dann sehen, dass dieses Argument, dass immer wenn ich Sonnenlicht habe, ich auch mehr Algen habe, ist auch nicht immer so viel greift, aber, ne? Aber das ist zum Beispiel sowas. Ne? Aber da bin ich noch dran und da wird es auch Updates geben, wird jetzt auch wieder losgehen mit Videos. Ne? Es ist jetzt wieder ein bisschen der Sommer durch. Na, da hat mir in den Livestreams hat auch schon jemand gefragt, ob das jetzt der Standard ist. Nein, der ist ein Standard, aber der sollte jetzt so am Dienstag so bleiben, wenn mir das möglich ist weiterhin. Und dann am Wochenende sollen dann schon auch Videos kommen. Ne? Lust, Garnelen züchte noch Garnelen nebenbei. Naja, vielleicht nehme ich mal wieder mal ein paar mit. Also das muss ich mal irgendwie rausfinden, was mit diesen Becken los ist, was, warum die mir da eingehen. Dann noch eine Frage, weiße Hydra parallel mit Nachzucht geschlüpft, was würdest du tun? Also normalerweise ist das für die Nachzucht nicht so ideal, wenn du da Hydras drin hast. Ne? Und da hat der Martin hat da mal ein Video rausgehauen, das waren irgendwie, glaube ich, so Entwurmungsmittel, hat er da verwendet. Die kriegst du beim Tierarzt eigentlich entwurmt für Hunde. Ich weiß nicht mal, wie es hieß, vielleicht kannst du ja Martin kurz reinschreiben oder guckst einfach bei Martin auf dem Kanal vorbei. Der hat da bei diesen Maleienstichling bei dem Aquarium, hat er da Probleme gehabt, das hat er ein bisschen da dokumentiert, wie er die losgekriegt hat. Das kann ich euch da empfehlen, wenn ihr da mal gucken wollt. Ah, das war auf die Messe bezogen. So. Nee, kommt ja auch darauf an, ob die Fische eine Heizung brauchen. Servus aus Österreich. Ja, was die Heizung angeht, da war ja ganz interessant dieser Beitrag jetzt vom Sascha Heuer, ne? Der letzte, wo er da irgendwie in der Schweiz unterwegs ist. Da hat er ja so ein Naturaquarium, der praktisch die auch Fische also mit sehr niedrigen Temperaturen gehalten. Ne? Also auch Fische, wo man denkt, die müssen mit höheren Temperaturen gehalten werden, aber man hat das eben so schrittweise ausprobiert, selbst mit Odessa-Barben und so. Aber natürlich musst du immer gucken, können das die Tiere, ne? Panacur war es, ja, Lenny, das mit diesen Hydras, ne? Panacur war es, glaube ich, auch, ja. Na. Aber man merkt es ja auch jetzt zum Beispiel, ich habe ja jetzt die Kardinalfische, bei denen ist ja bekannt, dass sie sehr tolerant sind, was Temperaturen, Schwankungen angeht. Die habe ich ja auch überwintern lassen im Teich tatsächlich. Ne? Und da war es eben so, dass aber dann eben keine Kleinen kommen. Ne? Also dann sind die halt ein bisschen ruhiger und so. Und dann, wo es jetzt warm wurde, jetzt werden sie mal mehr. Ne? Und das ist ja immer noch so, dass ich ja noch mehr. Heute habe ich mal wieder ein bisschen zurückgeschnitten, so langsam fing das an, dass Sachen absterben und so, ne, was jetzt schon Sommer ein bisschen durch ist. Und da habe ich heute halt mal ein bisschen klar Schiff gemacht in meinem Mini-Teich da oder Outdoor-Aquarium, wie man es jetzt nennen will. Ne. Und ja, läuft nach wie vor eigentlich problemlos. Habe ein bisschen mehr Fadenalgen als sonst. Die letzten Jahre hatte ich das eigentlich fast gar nicht. Doch im letzten Jahr war es ein bisschen, da waren es diese Cladophoras. Und dieses Jahr sind sie ein bisschen mehr Fadenalgen und ich war aber immer vorsichtig, die rauszumachen wegen eben der kleinen Fische, weil die sind natürlich dann, wenn da die Eier legen, die da rein, gell, dann sind die mit weg. Und da ist es dann halt ein bisschen schwieriger. Ne? Jo. Na, ich habe auch tatsächlich ein paar Hydras gerade, weil ich nicht immer so richtig weiß, wo ich die mir eingeschleppt habe. Ne? Und zwar bei den Kugelfischen, da habe ich Hydras, ein paar. Und da bin ich jetzt auch überlegen, ob ich da mal eingreife, ne, weil ich schon auch versuchen wollte, die mal nachzuziehen. Und ja, aber momentan läuft es so vor sich hin, das Aquarium. Da gibt es auch dann demnächst mal ein Update. Na, das war ja dieses Holzaquarium, ne, wo ich die drin habe, wo ich da auch ein bisschen eine andere Methode des Einfahrens probiert hatte. Da hatte ich ja schon mal in einem Livestream ein bisschen drüber berichtet und ein kleines Update gegeben. Also ich muss sagen, dass das schon super funktioniert hat, sowohl in den 2-Meter-Becken als auch jetzt in dem Holzaquarium. Ne? Also da gab es überhaupt kein Zucken oder irgendwas. Da gab es zwar andere Problemchen, sage ich mal, aber es gab keinen Nitritpeak oder irgend sowas. Ja? Also, ja. Und das werde ich dann auch demnächst mal ein Video euch dann
dokumentieren, wie das gerade läuft und was ich da noch an Updates da mache und plane und so, ne? Genau, das sind so die Projekte, die gerade laufen. Klar, mit den Diskus muss ich weiter gucken, was ich die groß kriege. Und schaute, wie gesagt, einmal, wenn euch das Thema interessiert, da bei diesem Video, was ich über Diskuszucht Schmidt gemacht habe, rein. Das ist sicherlich interessant, ne? Weil wirklich schöne Tiere ist nicht immer wie so vieles Geschmackssache, dass man eben sozusagen mit diesen Farben, ne, das ist immer, die einen mögen es, die anderen nicht. Die einen mögen blau, die anderen rote, die anderen braune. Das ist halt einfach so, ne? Und das ist halt. Und wer mal schöne Wildform sich angucken will, finde ich momentan tatsächlich hier da, ne, wie heißt er? Jetzt komme ich gerade hier im Namen, sag mal. Glaubst du das denn? Mal schon mal schauen hier. Der hat immer, der hat so rote Naturdiskus. Justins Aqua. Aqua Channel. Justins Aqua Channel. Hat auch, gleich mal, ob er noch YouTube macht, aber bei Instagram ist er sehr aktiv. Und da hat er auch, das ist halt auch so, bin ich weiß, ne, so wie ich auch da hab, ne. Und der hat sehr schöne Wildform, wo auch viel Rot drin ist. Ist interessant, sieht man nicht so oft. Da können wir mal bei Instagram gucken, wenn euch das interessiert. So. Was haben wir jetzt hier? Mein Urkram. Hydren können ja von überall kommen und bei feinem Lebensfutter mit Naubchen zum Beispiel vermehren sie sich. Ist echt nervig, wenn man kleine Fische hat. Ja, eben, genau, das ist das Problem, ne? Dass die eben dann auch die kleinen Fische angehen. Ne? Kann ich einen Zweifach-Kammerfilter installieren, einen 40x50? Spricht nichts dagegen, ne? Ich sag, die Filterart ist für mich immer so ein bisschen sekundär wichtig, was du reinpackst und ob das, dass das im richtigen Verhältnis zu dem, was du da im Aquarium treibst, steht. Ne? Und das ist da jetzt Zweifachkammer, Dreifach, Vierfachkammer, das ist eigentlich relativ wurscht. So. Ich weiß, kann ich den Zweifachkammer von, da musst du hier schon rein. 40 mal 50 ist ja nicht, ist kein großes Becken. Oder wie hoch ist es denn? 30 hoch ist, das ist keine Größe. Ja, und da musst du halt, das kommt an, wie viele Fische du hast. Danach richtet sich, ob der Filter zu klein ist oder nicht. Und wie viele Pflanzen und weiter. Na, hallo Joachim, schön, dass du da bist. Na. Wenn du jetzt reinguckst, hast du verpasst, wie ich gerade gezeigt habe, wie meine Diskus ihre kleinen hochgebracht haben. Das hast du dann jetzt schon verpasst. Da musst du dann später mal, ganz am Anfang habe ich das gezeigt. Das hast du jetzt schon, hast du jetzt schon verpasst. Na. Und da. Weiter. Naja, genau. Prinzipiell bleibt ja zu hoffen, dass ein bisschen diese Flaute mal ein bisschen nachlässt und man jetzt mal irgendwann mal weiß, was jetzt so energiepreistechnisch auf einen zukommt. Ne? Also irgendwie so die ersten Neuigkeiten waren ja nicht so sonderlich erbaulich. Und das hält natürlich viele ab. Geht ja einem selber auch so, ja, also wenn du da nicht weißt, na, praktisch, wie du das, was da so kommt. Ja? Und für manche, denke ich, für sehr viele stellt das eine riesen Herausforderung dar und nicht nur privat. Ja? Na, ich finde es ja dann immer lustig, wenn sie immer hier die Hartz IV und soll natürlich unterstützt werden, da sage ich ja nichts dagegen, aber so von, dass da irgendwelche Firmen mal unterstützt werden, da hörst du nichts. Ne? Nur wenn die alle reihenweise pleite gehen, danach sieht es momentan leider aus, dann hast du bald sehr viele Hartz IV-Empfänger, die du dann unterstützen musst. Ne? Also deswegen weiß ich nicht, ob man da vielleicht ein bisschen sehr einsilbig unterwegs ist, aber gut, wir werden es ja sehen. Und ich will jetzt hier auch nicht zu politisch werden. So, Bernd hat auch gerade richtig große rote Diskus. Ich glaube, 6 Stück waren das. Ja, wie gesagt, ich muss mal wieder hingucken. Genau, ist ja nicht so weit. Ne? Dann mal wieder zum Bernd mal gucken. Ich habe ja auch Fische, die wollte ich ihm sogar vorbeibringen. Aber ich hatte noch damals die AK-70s und die waren mir dann irgendwie so mysteriös eingegangen. Das war auch so ein bisschen komisch. Und da habe ich noch keine wieder. Die leichen zwar regelmäßig immer noch ab, diese zwei Mädels mit dem Kerl, aber in dem, die habe ich jetzt in dem Biotop-Aquarium noch drin und die muss ich jetzt noch einmal unbedingt noch mal extra ansetzen, damit die vielleicht auch mal ein paar kleine hochkommen, weil ich finde, die hatten eine sehr schöne Farbe. Ne? Also die Kleinen, die da rauskamen, die sahen richtig klasse aus.
Und da hat irgendeine Krankheit mir da, und ich weiß nicht mehr was, das war auch von jetzt auf gleich. Ne? Das war ganz, ganz eigenartig. Ja. So, wie groß ist dein Aquarium im Hintergrund? Klaus Fische, das Aquarium ist 800 Liter groß, 2 Meter lang, 80 cm hoch und 50 cm tief. Ja, also brutto sind es 800 Liter, netto ist natürlich ein bisschen weniger. Ja, da sind Altungsgelage drin, zwei verschiedene Formen, da gibt es dann auch, da bin ich schon in Verhandlungen mit dem Simon, dass ich da noch ein paar andere Varianten kriege von Skalaren. Und ja, da können wir dann mal, gebe ich euch dann Bescheid, wenn es soweit ist. Deswegen abonnieren nicht vergessen, falls ihr es nicht schon gemacht habt. Ne? Habt, meine ich, natürlich. Jo. Genau. Das aktuelle Energietarife mit Preisgarantien sind schon auf den Vergleichsportalen, sind dreimal so teuer wie mein aktueller Tarif. Da sieht man, wohin die Reise geht. Ja, wie gesagt, aber da bleiben kann sie ja eigentlich nicht, gell, weil das ist ja wirklich verheerend, sage ich mal so. Ja, also ich sage, ich habe jetzt gelesen, dass jetzt hier eine große Thüringer Porzellanmanufaktur, die hatten jetzt gerade so hingerettet, ne? Dass es wieder halbwegs lief und da war natürlich mit Corona, weil die haben viel an so Restaurants, also haben sie auch 2 Jahre da gelitten, weil wenn alles zu ist, keiner neues Geschirr bestellt, ne? So und wenn jetzt mit den Energiepreisen, könnte machen die zu, ne? Und wir haben hier zwei Leichtmetallgießereien im Ort. Da könnt ihr euch vorstellen, was da an Gas durchgeht oder auch an Strom, um das eben zu erhitzen. Ja, und wenn dann eben multiple Kosten dann auf einmal kommen, ja, in so einem wichtigen Sektor, da ist das schon heftig, ne? Und Biohom betrifft das übrigens auch, ne? Weil Biohom, Friede, Freude, warum ist das teuer? Der größte Batzen tatsächlich ist der Strom, um das Zeug so zu erhitzen, damit sich das aneinander, ist ja Glas, ne? Damit sich das aneinander verbindet. Und der Michael, der wollte. Also der Produzent, der wollte schon eigentlich jahrelang schon immer mal versucht, auf Gas umzustellen, nur ist eben das ein ziemliches Investment, bis das dann wieder, aber muss ja dann reinholen und so weiter. Ne? Und jetzt ist er froh, dass er es nicht gemacht hat. Ne? Also das ist schon sehr kurios und wie gesagt, wo das irgendwo noch hingehen soll, das weiß man nicht. Ne? So, danke. Sind alles Zuchtbecken von Corydoras und mache die wohl 50, 40, 35. Im Moment mache ich alles mit Matte über die kurze Seite, möchte aber mal versuchen mit Kammerfüll. Nur kannst du probieren. Sicherlich nicht schlecht, weil du dann eben noch leichter ein bisschen mehr biologische Filtermaterial reinkriegst in diese Kammern. Na, so habe ich das ja bei den Diskus da auch. Ne? Jetzt schreiben wir der Kommission aus Hering, genau, da sprechen sich zwei ab, die da beide bei Bernd den Eisenach waren. Ne, ist ja einer der wenigen Läden, die es noch gibt, ne, und wo hoffentlich uns auch noch erhalten bleibt, eine ganze Weile, der noch Inhaber geführt ist. Ne. Da gibt's, werden ja immer weniger, leider. Ne, und die Ketten werden immer größer und unübersichtlicher und sind dann halt doch mehr durch Marketing getrieben, als jetzt wirklich da für den Kunden maßgeschneiderte Lösungen zu bieten. Ne? Vielleicht ist ein größeres Balkonkraftwerk und Speicher eine Lösung für LED-Beleuchtung und Filterpumpe, sollte es reichen, wenn nur die Anschaffungskosten nicht wären. Na, das ist jetzt das nächste Problem. Jetzt, wenn du jetzt eben auch aufwachst mit diesen Balkonkraftwerken, dann bist du eben zu spät schon, ne? Weil jetzt einfach die Kosten dafür explodiert sind und die teilweise Lieferzeiten jetzt schon von einem Jahr haben. Ne? Also hab ich auch schon auseinandergesetzt. Ne? Und ich bin jetzt tatsächlich am Überlegen. Ne? Ich habe noch so eine alte Maschine. Ich hatte früher, ich weiß gar nicht, erwähnt, wo ich ein bisschen über meinen Werdegang stehe. Ich habe auch eine Zeit lang eine Firma gehabt, die Akkus repariert hat. Ne? Und dadurch habe ich noch die Maschine und du brauchst ja diese Punktschweißgeräte, weil du darfst ja die Akkus nicht löten. Weil wenn du das lötest, wird das zu heiß. Und dann geht das.
geht das sozusagen kaputt. Ne? Hat da schon eine geringere Haltbarkeit der Akku von vornherein. So, und deswegen wird das mit so Punktschweißgeräten angeschweißt, diese Verbindung zwischen den einzelnen Akkus. Und die habe ich noch, die Maschine. Da habe ich mir überlegt, ob das aktivieren und dass dann Leute praktisch da für eigene pro Stunde oder was, und dann können sie ihre Akkus zusammen tackern. Gibt es ja viele, die jetzt da eben alte Akkus einsammeln von schrottgefahrenen Elektroautos oder weiter. Das sind ja meistens nur ein paar Zellen kaputt und die Rest, den musst du halt dann da rausbauen und wieder dann zu einem neuen Block zusammenbauen. Da gibt es ja hier auch einschlägige Foren und Video auch über YouTube, wo das gezeigt wird, wie das geht. Ne? Und da habe ich mir auch schon überlegt, ob ich das mal wieder reaktiviere, aber ja, das ist momentan alles sehr nebulös und undurchsichtig, leider. Na. Was hältst du von dem Thema mit Mark Lehmann? Das weiß ich jetzt nicht so richtig, was du meinst, Minnebeck. Mark Lehmann, wo bist du jetzt gerade? Kannst du noch ein bisschen konkreter werden? Das wäre ganz lieb, Minnebeck M. Shrimp for Life, WAK, Hirselberg, Hainich. Okay, das heißt, ineinander hier. So, was kann ich? Okay, Gute Uwe. Hallo, schön, dass du da bist, Gute Uwe. So, genau. Genau, nächste Woche will ich dann mal probieren, hier die Fische rauszukriegen, ein paar davon. Und die umzusetzen und ein bisschen durchzusortieren. Und dann wird es da hier ein bisschen lichter dahinter. Na? Genau. Und die kommt dann in das Messer-Aquarium auch schon mal rein, bis sie dann halt verkauft sind. Den Filter habe ich noch umgerüstet von dem Trophäus-Aquarium. Da habe ich ja diesen einfachen Kunststofffilter, da hatte ich hier oben so einen anderen Konstrukt drauf. Das habe ich ein bisschen umgerüstet. Da wird es auch in den nächsten Video geben. Läuft jetzt deutlich leiser und noch wartungsarmer als vorher schon. Also es hat gut funktioniert. Kann man schon mal so verraten, ein bisschen spoilern. Und da bin ich ganz happy, weil das sind die Fließgeräusche, hast du bei Filterbecken sind ja da manchmal ein Problem. Ne? Und die konnte ich ja doch deutlich reduzieren. Und ja, ich hatte ja auch schon mal ein Video da, wo ich das 476 Liter Becken gemacht habe. Da hatte ich ja diese Dorso Standpipe, heißt das Ding. Die habe ich jetzt da nicht verwendet. Hatte ich zwar überlegt, ob ich das auch mache, ob ich es einfach mal versucht, ob ich das auch über diese klassische Regelung, über den Absperrhahn hinkriege. Hat es soweit schon mal ganz gut funktioniert. Er hat ein Video hochgeladen, in dem er sich zu Montana Blacks Aquarium äußert und die Aussage macht, dass die Aquaristik nur fürs Ego ist und es den Fischen nicht gut geht und bei Importen 80% ausfallen. Naja, das halte ich schon mal für ein Gerücht. Ja, dass bei Importen 80% Ausfall lässt. Das ist, also wenn das jedes Mal Ausfall hättest, dann wird sich das überhaupt nicht mal lohnen. Ja, also rein von daher ist es schon mal Blödsinn, dass es da Ausfälle gibt, ist klar. Die gibt es aber überall. Ne? Und ja, fürs Ego, ja, weiß ich jetzt nicht, also klar macht man das für sich irgendwie. Also ich finde es jetzt irgendwie schlimm. Ich mache ja das Hobby damit, um mir was zu tun, was mir gefällt und dass es den Fischen nicht gut geht. Zeigt ja, das kann man dadurch widerlegen, dass er eben länger leben als in freier Wildbahn. Na, wenn sie ordentlich gehalten werden natürlich. Und auch sich vermehren etc. Ne? Und auch viele schon gar nicht mehr so in der Natur vorkommen. Also ist mal wieder so ein bisschen überzogenes Ding, wo man da irgendwie Stimmung macht gegen Aquarianer. Bin ich natürlich kein Fan davon. Ne? Natürlich soll man versuchen, die Tiere ordentlich zu halten etc. Bei allen Meinungsverschiedenheiten, die man dabei haben kann, was jetzt ordentlich ist. Aber ja, für mich ist es das schönste Hobby der Welt. Und von solchen blöden Aussagen lasse ich mich da jetzt auch nicht davon abbringen. Ja, also. Genau, und auch wenn jetzt das losgeht, dass viele sagen, oh ja, sind die Stromkosten so hoch, das kann ich mir kein Aquarium mehr leisten.
Na, das ist also, ich habe das Aqua Ad Leman auseinandergenommen. Ja, finde ich auch mal ganz interessantes Video gesehen. Ich bin sonst nicht so immer ganz überzeugt, was er da so macht, gerade im Süßwasserbereich. Da, Jodis Aqua, ne? Guckt da nicht so viel rein, weil macht ja viel Meerwasser, mache ich dann nicht so. Und das sieht mich ja momentan noch nicht so. Und ja, und das ist, aber ja, das war ganz interessant. Da hat er eben auch mit diesem Wasserwechsel ein bisschen versucht, näher zu erläutern, war ganz interessant. So, du pflegst ja auch Malawis und Trofeos. Jetzt habe ich ein Fit von Jodis Aqua gesehen, dass man nicht Wasser wechseln soll. Muss ich, habe in meinem Becken auch Malawi-Trofeos immer Wasser gewechselt. Was meinst du dazu? Naja, da gibt es schon lange vor Jodis Aqua, da gab es den Channel noch gar nicht, habe ich ein legendäres Video gemacht. Wo ich diese Thematik ziemlich lange breit erläutere. Und das ist letztendlich, geht es immer um diese Balance in deinem Becken, diesen Ausgleich zwischen anfallenden Schadstoffen und die dann auch wieder abgebaut werden durch eine vernünftige Filterung oder eben auch durch Pflanzen. So, die Pflanzen fallen natürlich bei Malawis mehr oder weniger flach. Na, wenn du da so ein paar Stängel drinne schaffst zu halten, wird es trotzdem in den meisten Fällen nicht reichen, was da anfällt. So. Und dann kannst du das nur mit einer gigantischen Filterung ausgleichen. Also Überfilterung ist da eigentlich, sollte der Standard sein, meiner Meinung nach. Ja. Und dann brauchst du auch da nicht zu oft Wasser wechseln. Also bei den Trofeos ist es halt so, dass sich das tatsächlich eben auch stark überfiltert, das Becken voll überbesetzt ist. Ja, und da habe ich jetzt auch schon, keine Ahnung, paar Monate kein Wasserwechsel mehr gemacht, weil einfach die Wasserwerte okay sind. Ne? Und dann brauche ich ja keinen Wasserwechsel. Ich fülle halt auf. Klar, es verdunstet Wasser. Aber auch das versuche ich einzudämmen. Na, aber natürlich, wenn es auch so warm ist, und dann hat das Becken 28 Grad, ist auch in diesem Raum, ist eigentlich ein bisschen zu warm für Trophäe, aber bis jetzt kommen sie gut klar damit. Na, und das sind halt die. Du kannst das schaffen, dass du auch bei Malawis nicht jede Woche Wasser wechseln musst, wenn du ordentlich filterst. Ne? Wie gesagt, du musst eben berücksichtigen, dass die Pflanzen ausfallen und deswegen stärker filtern. Also beim Bio würde es das heißen, beim Pflanzenbecken so 1 Kilo, wenn du jetzt extreme Pflanzung hast, also wirklich hier alles kritzgrün und so, dann geht da weniger. Ne? Und. Aber bei Malawi ist schon eher so Richtung 2 Kilo pro 100 Liter. Na, das ist ja mal so der Unterschied, wo du da ansetzen musst. Und das hat er ja auch gesagt, hier das Aqua in diesem Video, dass er viel über die Pflanzen macht. Na, und das ist so, aber bei solchen Becken fällt das halt aus. Na. Egal wie teuer der Strom wird, mein Hobby gebe ich nicht auf. Genau. Und wie gesagt, auch hier habe ich schon einige Videos gemacht, sowohl Livestreams als auch, wo ich das dokumentiert habe, wo man deutlich Strom sparen kann bei deiner Aquaristik. Ne? Habe mir im März ein Balkonkraftwerk geholt, bin echt zufrieden, senkt die Stromkosten nachhaltig. Somit geht nicht noch, geht sich noch ein Becken aus. Sehr schön. Ja, genau, wenn man es noch kriegt und wenn es gut, ich habe das auch schon überlegt, für mich ist es halt das Problem, ich bin hier mitten in der Stadt, ich darf auf das Dach nichts machen wegen Denkmalschutz, ja, und dann meine Balkon gehen alle nach Norden raus, also es ist auch schon Mist, ne, und ja, und dann habe ich auch ein relativ großes Haus, dann ist das dann alles nochmal ein bisschen komplexer und so weiter, mehreren Ferienwohnungen und dann ist es immer schon nicht so einfach. Da habe ich schon vor Jahren, weiß ich noch mal, da gab es diese Sonnen, hießen die. Die haben damals schon so mit so Speichern gearbeitet. Und da konntest du eben sagen, okay, ich kriege jetzt keine Solarzellen aufs Dach, aber ich habe einen Speicher, habe Platz für Speicher. Dann nehme ich eben die Speicher und die haben sich dann irgendwie so connected. Ne? Und da habe ich auch mal angefragt, wie das jetzt ist, wenn ich jetzt so und so viele Parteien und so weiter, nicht nur eine Wohnung oder nur ein Einfamilienhaus habe. Und da kam nie eine Antwort. Ne? Das war schon too much. Also das ist also für so Eigenheimbesitzer und so Häuslebauer ist das ganz, ganz nett. Aber da habe ich halt dem Moment jetzt ein bisschen ein Problem dann, ne? Weil bei mir alles nicht ganz so trivial und simpel ist. So, der Joachim hat sich auch schon über den Herrn Lehmann ausgelassen. Und gut.
Also gerade mit den Wildfängen, das habe ich ja auch schon thematisiert, wo das einmal so rumging, so ein bisschen durch die Community, dass sie da so ein bescheuertes Gesetz verabschieden wollten. Ne? Das war ja noch zu Corona-Zeiten auch, dass sie eben Wildfänge generell verbieten wollen, dann ist das eben totaler Stuss ist. Ne? Also ja. Ich habe eine Solarinsel mit Camping-Akku seit ca. 10 Jahren in kleinem Maßstab, wird auch für das Aquarium genutzt, Sauerstoff. Wenn viel Sonne da ist, auch mal für Hamburger Mattenfilter. Ja, ist doch gut. Gibt auch Winterbienen für den Balkon. Ja, das gibt's, aber die sind wohl nicht so effizient. Ne? Und da musst du ja auch so liegen, dass der Wind dich da sozusagen alle hinkommt ordentlich. Ne? Wenn es mitten im Ort und so rund um Häuser ist, dann auch ein bisschen schwierig. Ne? Danke, Falco, für das Lob. Genau. Also wie gesagt, gerade beim Strom, da habe ich eben damals wirklich so ein Ding mir geholt hier, wo du dann den Verbrauch messen kannst. Dann habe ich erst offen das Aquarium gehabt ohne Isolierung. Dann habe ich praktisch das nur abgedeckt. Das hat schon deutlich den Stromverbrauch gesenkt. Also Worst Case ist offenes Aquarium und sonst mit Diskus und oder nicht mit Diskus, einfach zu viel geheizt. Ja, das ist so das Worst-Case-Szenario. Ne? So, und dann gibt es ja alles Abstufung dazwischen. Ne? Also, ich sag mal, bei Tanganyika musst du schon eine paar 20 Grad haben, da kannst du nicht so weit runtergehen, meiner Meinung nach zumindest. Und dann habe ich halt das isoliert und die Abdeckung und dann ging eben, ich habe das eben rausgerechnet, rechnerisch, auch mit einer Excel-Tabelle und so weiter, was praktisch dann die Heizung läuft, weil du kannst ja sagen, das Licht läuft so und so viel und das weißt du ja, wie viel das verbraucht und wie viele Stunden das läuft. Die Pumpe läuft im Prinzip ja immer. Dann hast du das, rechnest du raus und dann bleibt ja die Heizung übrig. So, und dann kannst du praktisch dieses übrig gebliebene, ist ja der Hauptverbrauch, wo du auch am meisten ansetzen kannst. Klar kannst du die Lichtstärke und Länge einkürzen. Ne? Bringt aber jetzt nur ein bisschen was. Das meiste tatsächlich die Heizung, ne? Weil was hat denn so eine. Wenn du eine extrem starke LED hast, hast du vielleicht mal 70 Watt, da hast du schon ordentlich Sonne drauf. Ne? So, wenn du eine Heizung hast, da hast du schnell mal 100, einmal 300 Watt, ne? Und je nach Größe. Und dann sieht man ja, wo der Strom hingeht. Ne? Und dann hat es eben diese verbrauchte Heizung schon 50% reduziert, diese Maßnahme. Ne? Also das ist schon ohne große Probleme eigentlich für jeden machbar. In manchen Regionen könnte zukünftig auch die Wasserversorgung zum Problem werden. Genau. Und dann merkst du das halt auch, wenn du nicht immer so viel auf Wasser wechseln musst, weil natürlich diese Probleme sich dann auf den Wasserpreis niederschlagen. Ne? Und da habe ich ja schon ein Video gemacht. Wer die Möglichkeit hat, geht natürlich auch nicht für alles, aber das müsst ihr dann sehen. Da habe ich ein bisschen über meine Erfahrungen bei der Verwendung von Regenwasser praktisch berichtet und das mache ich auch nach wie vor mit dem Regenwasser. Ne? Also, und das funktioniert auch. Und dann spare ich da schon mal das Wassergeld. Ne? Und habe natürlich auch ein gutes Wasser für viele Fische, die, also auch die Diskus, was ich am Anfang gesehen habe, die schwimmen im Regenwasser. Ne? Also, das ist kein leines Wasser. In manchen Regionen können Zugänge, das haben wir gesagt, mein 18, 24 Uferbecken verbraucht, wenn die Heizung nicht arbeiten muss, 32 Wattstunden mit Heizung 140. Naja, da siehst du ja schon, wo das, wie ich es gesagt habe. Ne? So, wenn du jetzt sagst, du hast 23 Grad und dann kannst du wahrscheinlich auf 20, 21 runtergehen und dann auch das reduziert schon enorm den Verbrauch. Ne? Gerade wenn du so ein offenes Becken hast. Na, da würde ich wirklich gucken, kann ich eventuell noch ein bisschen oder nur auf Raumtemperatur fahren. Ne? Das ist auch noch eine Möglichkeit, wo du was einsparen kannst, weil du da natürlich nicht eine Abdeckung machen kannst. Also wenn du jetzt so ein Uferding-Aquarium hast, wie jetzt der Martin das hat, ne? Da ist natürlich eine Abdeckung, weil immer ihr die Möglichkeit habt, eine Abdeckung zu machen, solltet ihr das machen, ganz klar. Ne? Manchmal springen die Fische nicht raus, sparst Strom, hast nicht so eine hohe Verdunstung. Ja? Und also die Vorteile überwiegen meiner Meinung nach ganz klar. Klar, optisch, ne? Wenn es jetzt das Energieproblem ist, dann kannst du ja sagen, okay, im Winterhalbjahr mache ich es halt zu, im Sommer lasse ich es offen, weil da willst du ja vielleicht sogar kühlen. Ne? Und da kann man ja da ein bisschen flexibel sein. Auf alle Fälle spart das wirklich richtig auch Energie. Ne? Also richtig Strom, wenn du dann eine Abdeckung drauf hast auf dem Becken. Ja,
Das merkt man auch schon deutlich. Jo. Geht auch, wie gesagt, bei Uferakquarium schlecht. Ich überlege noch gerade ein bisschen, ob ich mal so eine Art, wenn ich Uferakquarium so ein Aqua-Terrarium mache. Das würde mich mal irgendwie reizen. Hat da schon einer von euch Erfahrung damit, mit sowas? Fertig gekauft oder ich würde es wahrscheinlich selber bauen oder eben zusammen mit dem Friedeberg irgendwas zusammenfummeln. Da sind schon so ein paar Ideen. Und könnt ihr mal reinschreiben, dass schon einer von euch da so ein bisschen Erfahrung hat. Verkürzt ein geschlossenes Becken die Lebensdauer der LEDs, Stichwort Hitzestau. Das, nö, eigentlich nicht. Ja. Eigentlich nicht. Du kannst ja sogar, da habe ich ja auch zum Teil schon genutzt, jetzt im Zucht. Kontext, momentan habe ich es nicht, kommt aber jetzt wieder, dass ich solche gibt es hier so beim Chinesen so billig oder so bei Amazon, so kriegst du die Dinger so unter Wasser LED-Röhren. Ja, die hast du praktisch dann im Wasser und dann kühlst du praktisch, heizst du auch damit dein Wasser, also dann sparst du praktisch, was da anfällt, auch noch. Also und hast auch. So vom Handling her, gerade wenn du so ein bisschen züchtest und da und ran musst und aufmachen, zumachen und nicht da das ganze Gerödel immer runterrollen musst, ist das auch, finde ich, eine ziemliche Erleichterung. Also ich habe die momentan nur bei zwei Becken bei meinem Vater im Einsatz, aber hinten, wo ich noch den kleinen Fischraum hatte, hatte ich ziemlich viel im Einsatz gehabt und jetzt im neuen werde ich die aber auch wieder einsetzen. Ne? Momentan habe ich es jetzt nicht, wie gesagt, Sommer, da muss ich jetzt nicht irgendwie zusätzlich groß heizen, aber jetzt so im Winter, wenn du dann wirklich dann auch wieder ein bisschen was, auch die Tage kürzer wären, du auch mehr Licht brauchst, damit du was siehst, ne? Und da vielleicht noch ein paar Pflanzen wachsen, je nachdem, da kommen die, denke ich, wieder zum Einsatz dann bei mir. Ist auch noch so eine Idee, wer jetzt auch sagt, ich will jetzt meinen Fischraum möglichst kostengünstig auf stellen, ja, dann sind natürlich solche Fragen euch auch für den einen oder anderen interessant. Also Lebensdauer der LED würde ich sagen, nein. Ne? Weil das, ja, das Wasser nimmt ja auch die Wärme runter. Ne? Also das ist ja nicht. Und oft wird auch nur das Netzteil wirklich heiß und nicht die LED selber. Das kommt aber auch ein bisschen drauf an. Automodule nehmen bei den LEDs. Ja, das ist sowas Ähnliches mit diesen Automodulen, die du praktisch in den Teich dann unten rein tust und dann irgendwas anstrahlst. Das kannst du natürlich auch im Aquarium verwenden, zum Teil natürlich. Also wenn die riesig sind, dann macht es irgendwie keinen Sinn mehr. Aber ja, genau sowas. Und das sind aber so Röhren. Die habe ich einmal in dem Biotop-Aquarium, diesen Schwarzwasser, extrem Schwarzwasser-Biotop-Aquarium, was ich da mal hatte. Das war ja auch nur so ein kleines 60 cm Becken. Da hatte ich auch so eine Unterwasser. Und da merkst du es halt auch, wenn du filmst und solche Sachen. Ich meine, das ist vielleicht für die meisten nicht so interessant, ne? Aber weil du hast ja dann natürlich, wenn das Wasser schon dunkel ist und du die Lampe drüber hast, ist ja klar, dass durch diese steigende Reflexion dieses dunklen Wassers und ne, das praktisch schon mal weniger reinkommt ins Wasser. Ne? So, und dann, wenn du praktisch die Lampe im Becken hast, sozusagen unter Wasser, dann ist es natürlich etwas besser. Dann klappt das auch mit dem Film und auch mit dem Betrachten der Fische dann ein bisschen besser für meinen Geschmack. Aber es ist natürlich auch immer ein bisschen eine Geschmackssache. Ne? Hey, Aquasüchtler, Grüße aus Wien. Hallo Martin F. Der YouTube-Aquarner hat einige Paludarium eingerichtet und gezeigt. Paludarium meine ich aber nicht. Paludarium ist wieder ein bisschen was anderes. Ne? Und Paludarium ist ja praktisch mein Enak ist ja auch so ein bisschen Art Paludarium. Das ist ja offen. Aber wenn ich Aquaterrarium meine, dann meine ich schon, ah, dass es ein richtiges Aquarium ist. Aber eben drüber auch noch sozusagen ein Landteil. Oder, also schon, ich rede da schon so von so, also so 1,40 m hoch oder so. Ne? Sowas. Nicht so was der Aqua ohne diese Spielzeug. Fitzen da nicht. Das meine ich nicht. Ich will schon was bisschen Größeres haben. Ne? Habe bei einem Uhrgang 80 von 30 noch nicht entschlossen ist, offen zu betreiben, aber dann halt
Ohne Heizung und dann lieber Fische rein, die bei Heizung. Genau. Und das sind tatsächlich sehr viele, ne? Also die, die sich bei der Zimmertemperatur klarkommen, das sind gar nicht, da ist es nicht so, dass du da so super eingeschränkt bist. Ja? Und das Aquarium ist eine gute 180, schon eine gute Länge. Na, die Höhe, na gut, da ist schon, na, ja, da findest du schon was. Da gibt es schon Auswahl. So. Aquarium, mein erster Kontakt zur Aquaristik hat gut funktioniert, bis einer der Baumschlangen in den Wasserfall gekackt hat. Hat den Fischen nicht geschmeckt, aber traumhafte Gestaltungsmöglichkeiten. Ja, eben, das würde mich auch mal interessieren. Ne? Also, das ist natürlich klar, dass ich glaube, wenn du da oben noch was drüber hältst, ne? Ich hatte ja mal, oder nicht ich, sondern mein Sohn, wir hatten ja mal einen Panther-Chamäleon. Da hat man das auch schon irgendwann mal überlegt. Und das ist aber jetzt auch jetzt auch schon, ja, letzten Sommer ist das gestorben. Ne? Und jetzt habe ich halt dieses Terrarium, das hat da unten nur so einen ganz flachen Wasserteil. Also das könntest du als Wasserteil machen, das ist aber nur so 20 Zentimeter, das ist jetzt nicht so dolle. Ne? Könnte man vielleicht ein bisschen zum Üben nehmen. Ja? Aber da habe ich ihm so ein bisschen die Idee entwickelt und ich dachte, es wäre da irgendwie cool, wenn du da noch ein bisschen größer das machst. Vielleicht auch als Holzaquarium dann gestalten. Ne? Und ja, aber momentan sind ja die Holzpreise. Ich habe mal geguckt, spaßhalber, was mich denn nur diese Siebdruckplatten kosten würden. Ne? Da bin ich schon bei 400 €. Das ist irre. Ne? Also, das ist nur für die Siebdruckplatten. Da habe ich noch nichts gebaut, nichts geklebt, nichts geleuchtet, nichts. Und das ist schon heftig. Gell? Also, die Preisentwicklung, das weiß ich nicht, was man sich da noch irgendwann. Wie sieht das da noch hin? Bei runter geht es ja dann meistens dann nur noch ganz langsam, wenn überhaupt. Ne? Das ist ja leider die Erfahrung. Ja. Ob und sein und dazwischen an der Wand den Fernseher super schön anzusehen. Okay. Ja, klingt ja interessant. 2x50 cm hohe Bonsai und dazwischen an der Wand den Fernseher super schön zu sehen. Ja, genau, kann man machen. Das ist aber schon zwei Dinger, die nebeneinander stehen, oder was? Links und rechts vom Fernseher. Interessant. Ja, eben, denken wir schon, das kann man schön gestalten, auch in einer gewissen Größe dann. Und auch interessant besetzen natürlich auch. Ne? Ist ja auch klar. Es gibt ja einige Fische, jetzt ja Schützenfische, das ist ja bekannt. Aber auch Spritzsalmer, der klassische Spritzsalmer, ne? Sind so, ist ja ein Klassiker, kann man sagen, in der Aquaristik schon lange im Hobby. Und die sind ja Fische, die auch eine Interaktion haben zu Überwasser. Ne? Und das wird mich vielleicht mal reizen. Mal gucken, wann ich dazu komme und wie ich das umsetzen kann. Na, genau. Jo. Jo, wenn jetzt keine Fragen mehr sind, dann würde ich so langsam zum Ende kommen. Ansonsten müsst ihr da jetzt noch schnell was reintippen. Wir haben ja fast eine Stunde voll. Wie gesagt, Diskus, die habe ich gezeigt am Anfang. Wer jetzt später zugekommen ist, guckt einfach nochmal vom Anfang rein. Da habe ich gezeigt, wie das erste Mal bei mir jetzt Diskus, die immer nicht mehr dunkel werden können, weil es Zuchtformen sind, wie die eben ihren Nachwuchs da aufnehmen und die praktisch dann den Diskus, die hin und her so abweiten, das könnt ihr euch gerne mal anschauen, wenn ihr jetzt später dazugekommen seid. Und wird es sicherlich auch dann ein bisschen ausführliches Video drüber geben, wenn es denn klappt. Weiß man ja noch nicht, ne? Nach ein paar Tagen. Auf große Lauer scheint die aus dem Wasser ragen. Aha. Ja, klingt interessant. Schade, dass du hier keine Fotos posten kannst, Patrick. Wenn du Instagram oder irgendwas hast, da kannst du es ja dann, wenn das Video beendet ist und in die Kommentare kannst du Link, da kannst du den Link reinschreiben, hier, falls du sowas hast. Wäre mal interessant anzuschauen. Ne? Ja, dann würde ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, fürs Reinschauen und ja, eure Kommentare und Beiträge natürlich. Vielen Dank dafür. Wünsche euch noch einen schönen Abend und dann hoffentlich bis nächsten Dienstag und dann auch Wochenende, denke ich auch, dass ich es schaffe, dann mal wieder Video hochzuladen. Bin dran. Und ja, bis demnächst dann bei Dux Aquaristik-Experimente.